Richard NL TV. Wir sind hier bei Elite Group auf der CeBIT 2011 mit einem neuen Intel Tablet PC. Und zwar hat dieser den neuen Lincroft Z610 Prozessor eingebaut. Hier können die kompletten technischen Daten ablesen. Da muss ich sich komplett erklären. Es wiegt unter 800 Gramm, das 10 Zoll Tablet PC. Und wir sehen, wir haben Windows 7 hier installiert. Oben haben wir eine Webcam eingebaut. Auf der rechten Seite noch ein paar Zusatztasten wie Home, Menü und zurück, eigentlich noch von Android bekannt. Auf der rechten Seite bei den Anschlüssen könnt ihr erkennen, wir haben einen Volume Control, Power Control. An der Oberseite ist der Strom gerade angeschlossen. Dann haben wir einen USB, Kopfhörer und Mikrofon in einem, Mini-HDMI und SD-Kartenleser. Hier ist der Lüfter, der etwas Luft ausgibt, aber nicht allzu viel gerade. Und auf der anderen Seite haben wir nichts. Und an der Unterseite ist auch nur noch der Lautsprecher. Durchseite, wie ihr erkennen könnt, wir haben keine Webcam. Und es ist recht billiges Plastik, nicht auch bei diesem Pre-Production-Modell verwendet worden, aber das wird bei den fertigen wahrscheinlich sich noch ändern. Wie ihr sehen könnt, das Bild dreht sich hier gerade in Windows, es dauert etwas. Bildschirmhelligkeit regelt sich auch automatisch. Und schauen wir uns nochmal an, wie schnell das Ganze ist. Wie ihr sehen könnt, Maus reagiert auf jeden Fall schon mal. Nicht ganz so schnell, aber es läuft auch hier eine Webcam-Software gerade im Hintergrund. Und ja, ich schaue mir das noch ein Pre-Production-Modell. Das ist ein Low-Power Intel Atom-Prozessor. Also der verbraucht nicht so viel Strom. Also die Auflösung von dem Display hier beträgt immerhin schon 1366x768. Das war das ElitePad S10L für Neville.com. Ich bin Balazs Graf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.